Es ist vielleicht etwas unerwartet, aber die Kamera der IBC 2018 ist ein Henkelmann. Der Canon XF 705. Martin Bilic kennt alle Details zur neuen Kamera. Martin, auf den ersten Blick sieht sie ja so ein bisschen aus wie die XF 300, 305. Der Name verrät aber, ist alles neu und irgendwas ist auch besser. Ein paar Kleinigkeiten sind verbessert worden, da hast du recht, ja. Sie löst letztendlich die 305 als neues Topmodell in der XF-Serie ab. Widmet sich natürlich den neuen Standards. Alles geht Richtung UHD, 4K. Das kann die Kamera jetzt. Wir haben einen neuen Codec, H265 HEVC. Damit sind wir in der Lage, 422 10-Bit UHD mit 50p auf vergleichsweise günstige SD-Karten aufzuzeichnen. Und das war ja von euren Anwendern auch gefordert. Ich erinnere mich, bei der C200 war das ja so ein Kritikpunkt. Ihr konntet entweder aufzeichnen in 8-Bit 420 in 4K oder dann eben gleich in diesem Cinema Raw. Viele Anwender haben gesagt, Mensch, da in der Mitte, da wäre doch noch irgendwie eine Möglichkeit. Gebt uns doch mal die 10-Bit. Und jetzt habt ihr es hier integriert. Ja, wobei das natürlich eine andere Kameraklasse ist, wo sich dann natürlich auch die unterschiedlichen Modelle anders positionieren. Ja, man kann es nicht ganz vergleichen. Ja. Aber ich sag mal, der Markt hat eigentlich nach diesen 10-Bit-Codex gerufen und ihr habt jetzt geantwortet, 10-Bit 422. Du hast schon gesagt, das H265, also eben nicht jetzt der übliche H264-Codex, sondern der Nachfolger, der ja von der ganzen Verarbeitungstechnik deutlich komplizierter ist. Wie ist es denn, weil es gibt ja die Möglichkeit, den als sozusagen Long-Gop-Codec zu verwenden, das also auch zwischen den Bildern komprimiert wird oder nur innerhalb eines Bildes. Welche Technik wird hier verwendet? Also wir haben hier tatsächlich beide Möglichkeiten. Wir können das im Menü einstellen. Wir haben entweder Intraframe mit 160 Mbit pro Sekunde oder dann die Long-Gop-Variante mit 110 Mbit. Ja, aber das ist ja in der Tat eine sehr praktische Geschichte, ist wahrscheinlich eine Berücksichtigung auch ein bisschen dessen, es gibt ja bei den Schnittsystemen jetzt unterschiedlich gute Fähigkeiten, mit diesem sehr stark komprimierten Material umzugehen. Das hat zwar eine sehr hohe Qualität, aber es ist einfach aufwendiger zu dekodieren. Und wenn man jetzt die iFrame-Variante nimmt, die ist zumindest ein bisschen einfacher zu verarbeiten als die Long-Gop-Variante, weil die eben komplexer komprimiert ist. Das heißt, da gibt er dem User die Möglichkeit, entweder ein bisschen mehr auf die Speicherkarte speichern oder den Rechner nachher ein bisschen mehr rechnen lassen. Ganz genau. Wobei die Unterschiede nicht so groß sind. Also die Datenraten sind jetzt nicht so weit auseinander, wie man das von anderen Systemen kennt. Ja. Wir haben, was den Codec angeht, eigentlich auch schon eine sehr gute Nachricht bekommen. Ist witzigerweise hier gerade Takauchi-san von Grisvelli aufgetaucht und hat erklärt, dass in EDIOS 9.3 die Unterstützung dieses Kameraformats bereits drin ist. Auch die Videos, die hier laufen auf dem Canon-Stand, wurden wohl mit EDIOS 9.3 bearbeitet, weil es keine andere Software gibt, die das jetzt sozusagen nativ bereits beherrscht. Und das ist natürlich gute Neuigkeit. Ich habe auch es Leuten hören, dass tatsächlich der H265-Decoder, also die Technik, die ja letztlich dafür verantwortlich ist, dass man damit dann flüssig arbeiten kann, die wurde auch überarbeitet in dem Zusammenhang und deutlich beschleunigt nochmal, sodass also man in diesem Format jetzt unmittelbar mit EDIOS ab Version 9.3 auch arbeiten kann. Das ist natürlich für unsere EDIOS-Anwender eine sehr gute Nachricht und eine sehr schöne Nachricht. Und vielleicht setze ich da noch den Zusatz an, wenn das System QuickSync hat und einen neueren Intel-Prozessor, dann ist ja diese Dekodierung sogar in Hardware möglich, dann belastet das also den Bearbeitungsprozess gar nicht. 6., 7. und 8. Generation und die baldig 9. Generation von Intel i7, die unterstützen das, wenn die eben QuickSync haben. Das vielleicht als kleine Anmerkung zu dieser Codec-Thematik. Aber es ist ja nicht nur Codec neu, es ist ja im Grunde genommen, so, auch wenn die Optik, das Aussehen der Kamera jetzt an die XF 300 erinnert, ist es natürlich vieles anders. Mich interessiert jetzt gleich mal das Objektiv. Das ist ja so ein Klassiker jetzt, wenn das eine fest verbaute Optik ist. Mit was für einer Anfangsbrennweite, mit was für einem Weitwinkel fangen wir denn hier an? Ja, also das Objektiv ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt an der Kamera. Wie man sieht, wir haben einen roten Ring. Das heißt, es ist schon von der optischen Konstruktion auf dem höchsten Level, was man von Canon erwarten kann. Die Anfangsbrennweite ist 25,5 mm. Super. Äquivalent zu Kleinbild, ja. Was natürlich für einen Camcorder schon sehr, sehr weitwinklig ist. Das Ganze mit 15-fach Zoom und mit einem optischen Bildstabilisator. Ja. Ja, wie man es von Canon ja eigentlich gewohnt ist. Das andere, was ja in den Bereich Optik auch reinfällt, ihr habt ja schon immer jetzt schon relativ lang diese Dual-Pixel-Autofokus-Geschichte gehabt, die ja tatsächlich es ermöglicht, einfach einen sehr guten, sehr schnellen, sehr effektiven
tiefen Autofokus zu haben, der nicht so viel sucht, sondern eben gleich die Schärfe findet, ist hier wahrscheinlich auch drin, oder? Ja, richtig. Also es ist jetzt nicht der erste Henkelmann, der dieses System hat. Die XF400 hatte das auch schon, aber hier haben wir jetzt wirklich alle Optionen, so wie wir das von der C200 kennen. Wir haben diese Feintuning-Optionen, was Geschwindigkeit des Autofokussystems angeht, Reaktionszeit. Wir haben die Gesichtserkennung, wir haben auch normales Objekttracking und das Ganze vor allem dann auch über das Touchscreen relativ intuitiv steuerbar. Natürlich geht es auch mit den Joysticks, wenn man jetzt nicht am Display rumhantieren kann. Man hat alle Möglichkeiten, wie man das von der Cinema EOS-Serie mittlerweile schon kennt. Jetzt, hinter der Optik liegt ja gleich der Sensor. Um was für einen Sensor handelt es sich denn? Also hier handelt es sich jetzt um einen 1 Zoll Sensor mit der nativen UHD-Auflösung. Okay. Ja. Und das ist jetzt auch ein Unterschied. Es gibt ja einen Mitbewerber, Sony, die jetzt auch vor kurzem einen Camcorder rausgebracht haben, die jetzt mit kleineren Sensoren arbeiten. Das heißt, hier hat man sich entschieden, eben, ich sage jetzt mal, auch diesen so eine Mischung zu machen, sowohl, ich sage jetzt mal, für EB geeignet, als auch fürs Gestalterische, weil 1 Zoll ist ja so dieses, ja, diese Mitte, die eigentlich beides ermöglicht. Also wir denken, das ist der perfekte Kompromiss. Man kann etwas schneller arbeiten als jetzt mit S35-Sensoren. Man hat die Schärfentiefe besser im Griff. Kann aber durchaus, wenn man offenblendig und im Telebereich arbeitet, doch auch freistellen. Und man hat im Vergleich zu 2/3 oder 1/3 Zoll Sensor natürlich eine etwas bessere Lowlight-Performance, also ein etwas besseres Rauschverhalten am Ende. Und gibt es eventuell noch weitere Sachen zu der Kamera, die man nicht vergessen sollte? Ja, ein wichtiger Punkt ist ja schon seit längerem ein großes Thema HDR. Also wir haben auch bei dieser Kamera jetzt die Möglichkeit, verschiedene Bildprofile zu nutzen. Canon Log, bei Henkelmännern von Canon jetzt noch nicht so üblich gewesen. Wir haben jetzt Canon Log 3, damit können wir 12 Blendenstufen Dynamikumfang aufzeichnen. Aber auch HLG und PQ sind jetzt als Bildprofil auswählbar. Also beide Standards, wenn man so will. Und das ist ein Henkelmann aus unserem Hause ein absolutes Novum. Ja, das ist toll, denn damit ist der Camcorder ja wirklich uneingeschränkt HDR-fähig, wenn er sowohl also alle drei Möglichkeiten unterstützt, HLG, PQ und dann eben auch noch über C-Log die Möglichkeit, ja, ich sag jetzt mal, die HDR-Kurve auch selber zu bestimmen oder eben erweiterte Bearbeitungsschritte zu erlauben. Letztlich ist natürlich das auch dadurch möglich, dass eben die Aufzeichnung in 10-Bit 422 erfolgt, denn da macht HDR am allermeisten Sinn. Schöne Sache. Zu den weiteren Besonderheiten, ich meine, wir sehen jetzt hier an der Seite so, ich sage jetzt mal, die üblichen Schalter, die man erwarten würde. Wir haben aber, wenn wir uns ein bisschen weiter nach hinten bewegen, den Bereich Audio und da habe ich schon gehört, die Kamera hat zwar zwei XLR-Anschlüsse, aber sie kann trotzdem mit 4-Kanal-Audio auch arbeiten. Richtig, also man hat ja die Option umzuschalten von analog auf digital, sprich diesen AES-EBU-Standard. Hierbei können wir dann über zwei XLR-Anschlüsse jeweils zwei Kanäle aufzeichnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn wir uns im normalen analogen Standard aufhalten, zwei XLR-Anschlüsse für Kanal 1 und 2 zu nutzen und zusätzlich das interne Mikrofon oder per Klinke ein weiteres externes Mikrofon zu nutzen für Kanal 3 und 4. Ja, das ist eine wirklich schöne Möglichkeit, im Audiobereich auch ein bisschen mehr zu können. Wir haben bei den Anschlüssen auch eine Neuerung. Ich glaube, gab es so bei Canon bisher noch nicht, denn ihr habt ein SDI dran. Das erkennt man ja auch an der Nomenklatur. Also wir haben den 5 am Ende, das heißt immer SDI. Mit 0 gibt es aber gar nicht. Ne? Also ohne SDI ist die Kamera gar nicht erhältlich. Und was ist es denn für ein SDI-Ausgang? Ja, also wir haben hier 12G SDI Interface, was uns dann natürlich ermöglicht, über ein einziges Kabel UHD 422-10-Bit auszugeben und müssen jetzt hier nicht wie bei 3G SDI über Quadlink mit 4 Kabeln hantieren. Ja, auch das ist, glaube ich, eine schöne Innovation, die man sich auch erhofft hat, dass das möglich ist. Denn ich sage jetzt mal, das Arbeiten bei bestimmten Formaten, wenn ich eine einzige BNC-Buchse habe, ist es natürlich äußerst komfortabel und gut zu arbeiten. Du hast gerade schon gesagt, da kommt auch wirklich 10-Bit 422 auch entsprechend drüber raus. Und HDMI, denke ich, ist in gleicher Weise vorhanden. Genau. Wir haben vorhin schon mal über ein Thema gesprochen, nämlich ein bisschen der Vergleich mit Sony. Da ist ja, ich sage jetzt mal, in gewisser Weise eine Besonderheit, dass hier
bei der, ich sage jetzt mal, bei einem vergleichbaren Modell von Sony, der Z280, dass SPS-Speicherkarten zum Einsatz kommen. Auf die wird jetzt ja hier explizit verzichtet. Ich meine, ihr habt noch nie SPS verwendet, aber ihr hättet ja auch andere wie CFast verwenden können. Aber im Grunde genommen ist es doch jetzt so, dass euch die Kompressionsmethode in H265 ermöglicht, auf ganz normale SD-Speicherkarten zu gehen. Ja, und das sehen wir auch als großen Vorteil, wobei das bei Canon eigentlich Tradition hat, dass wir keine eigenen Speichermedien anbieten, keine proprietären Speichermedien und in dem Fall mit SD-Karte natürlich das günstigste Speichermedium überhaupt anbieten können, was natürlich ja, später in der Praxis ein riesen Vorteil ist, weil ich brauche ja nicht nur eine, in der Regel brauche ich ja ein paar davon. Ja. Und das ist ja für den Preis dann auch ein ausschlaggebender Faktor. Preislich bewegen wir uns hier bei diesem Camcorder wo? Also die unverbindliche Preisempfehlung ist 6.999 Euro inklusive Steuer. Sales Start wird so Januar sein. Das heißt, ja, in dem Fall wird die Kamera auf jeden Fall nicht durch aufwendige oder umfangreiche Speicherkosten teurer, sondern man kann hier eigentlich mit den üblichen schnelleren SD-Speicherkarten recht problemlos arbeiten. Die Spitzendatenrate, das ist vorhin schon gesagt, ist 160 Mbit. Genau, ja, richtig. Also das stellt jetzt keine wahnsinnig hohen Anforderungen an die Karte. Man muss ja nicht die High-End allerschnellsten SD-Karten nehmen. So eine Mittelklasse-Karte UHS-2 müsste da schon ausreichen. Okay. Ja. Ja. Ja, und trotzdem hat man eigentlich bei der Qualität keine Abstriche, weil es eben 10-Bit-422-Recording ist. Das heißt, da ist einfach sehr viel Information auch mit drin. Gibt es denn weitere Besonderheiten der Kamera, die du gerne nennen würdest? Ach, sehr viele Besonderheiten. Also ich denke, die können wir gar nicht alle nennen. Ein wichtiger Punkt, der natürlich heutzutage eine immer größere Rolle spielt, ist Netzwerkfunktionalität. Ja. So haben wir hier ein integriertes Wi-Fi-Modul. Die Kamera hat aber auch einen Netzwerkanschluss, kabelgebunden. Und da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können die Kamera zumindest zum Beispiel fernsteuern über ein Browser-Interface, inklusive Live-View, können alle wichtigen Bildparameter einstellen, können sogar den ND-Filter fernsteuern, können den Zoom fernsteuern, alles über den Browser. Dann haben wir eine FTP-Funktion, bei der wir die Clips an einen definierten FTP-Server versenden können. Da kann beispielsweise das Handy einfach den Hotspot spielen. Kamera verbindet sich mit Handy. Ich schicke auf Knopfdruck die Daten weg. Und dann natürlich Streaming, immer größeres Thema. Ist die Kamera in der Lage, auch natürlich durch diesen Codec H265 in einer sehr überschaubaren Datenrate UHD-Signale live zu streamen. Auch ein UHD-Signal? Auch UHD, richtig. Mhm. Das ist wirklich eine Besonderheit. Ich habe schon vorhin gesehen, das Display, was mir noch aufgefallen ist, das ist also schön versenkbar, das ist gar nicht mehr im Weg. Und ja, du hast es besser gewusst als ich, die XF300 hatte wohl das auch in der Richtung. Man kann es nämlich sozusagen für Links- und Rechtsäugler. Richtig, also man kann es sowohl herkömmlich, wie man das kennt, auf der linken Seite ausschwenken. Man kann es aber auch genauso auf der anderen Seite ausschwenken. Also man ist da sehr flexibel. Aber es ist eigentlich kein neues Feature, hatte die 305 auch schon, wie du jetzt gelernt hast. Ja, wie ich jetzt gelernt habe. Und es ist auch tatsächlich ja sehr praktisch, weil man hat ja doch immer unterschiedlichste Drehbedingungen. Und bei manchen Camcordern ist man sehr eingeschränkt. Und hier ist es ja wirklich sehr schön gelöst. Ja, vielleicht ein weiterer Punkt oder weitere Punkte, die dir zu der Kamera noch einfallen? Also verschiedene Punkte. Also wenn wir uns mit der 205 beispielsweise vergleichen, haben wir die Steuerbarkeit mit drei Bedienringen natürlich etwas anders hier dargestellt und hatte die 305 auch schon. Aber man hat so kleine Details verändert. Die Ringe sind etwas weiter voneinander entfernt. Das heißt, die Bedienbarkeit ist dadurch etwas verbessert. Ansonsten, ja, wir haben eine Infraroteinheit, das heißt, wir haben hier diesen Schiebeschalter, können damit den Infrarotsperrfilter vor dem Sensor wegschieben. Vorne ist eine Infrarotlampe eingebaut und damit ist es halt dann möglich, in sehr dunklen oder in ganz dunklen Situationen zu filmen. Ja, aber es ist also so auf den ersten Blick eigentlich ein Camcorder, den man gerne haben muss, weil er eigentlich wenig Macken hat. Also ich finde diese oder gar keine, also mir fällt jetzt gar keine auf. Vielleicht hätte man sich wünschen können, hier so ein manuell bedienbares, also der Schärfering, dass der umschaltbar ist, sowas hattet ihr ja schon mal. Man sieht auch hier jetzt im Moment, die Blende ist halt komplett Servo beim Tele. Haben wir einen Endanschlag immerhin, also da kann man über die Werte entsprechend arbeiten, aber es ist auch letztlich eine Servosteuerung, die ich hier habe. Ne?
Und aber ich sag mal, wenn man eben eine Anfangsbrennweite hat, die so gut ist, also mit wirklich so einem schönen Weitwinkel, dann also bin ich persönlich auch durchaus kompromissbereit. Es ist auch immer eine Frage der Möglichkeit. Also ich denke nicht, dass man das jetzt voll manuell mit Anschlägen in dieser Baugröße umsetzen könnte. Also ihr habt ja auch wieder einen Bildstabilisator eingebaut. Ne? Ja. Da ist ja, wie kann man sich den vorstellen? Das ist ein kombiniertes System, elektronisch, optisch? Ja, also wir haben ein kombiniertes System, das nennt sich bei uns Dynamic IS. Ja. Ist dann ein fünfachsiger Bildstabilisator, lässt sich aber vom User festlegen, ob man jetzt nur das optische System nutzt oder doch die Kombination aus beidem. Man muss dazu sagen, wenn man die elektronische Stabilisierung dazu nimmt, nimmt es etwas vom Weitwinkel weg, sind wir aber immer noch bei etwa 28 mm Anfangsbrennweite. Dadurch aber dann die Möglichkeit, durch dieses elektronische System auch Verkippungen des Bildes auszugleichen, was halt ein optisches System nicht kann. Aber der User hat die Auswahl, er kann es auch auf den Knopf legen, zuschalten, wenn er es braucht, abschalten, wenn er es nicht braucht. Ja, wunderbar. Also, schöne Anfangsbrennweite, Speicherung auf SD-Speicherkarten, die berüchtigten UHD 5060p, 10-Bit 422, was immer alle haben wollen. Und das Ganze in einem schönen Formfaktor. Ich bin mir sicher, das wird eine sehr erfolgreiche Kamera. Und du hast schon gesagt, verfügbar ist sie ab... Ab Januar ist sie verfügbar. Mhm. Also ich denke, werden sich viele Anwender darauf freuen und ja, ich wünsche euch weiterhin eine erfolgreiche IBC. Vielen Dank.